Willkommen zu meinem Screencast über funktionale Programmierung. Heute geht es um Parser-Kombinatoren. Aber bevor es um die Kombinatoren geht, erstmal ein bisschen was zu den Voraussetzungen. Ich brauche nämlich ein paar alte Kombinatoren, die schon eingeführt wurden, zum Beispiel die umgedrehte Applikation. Da kann man einen Wert vor die Funktion schreiben, die darauf angewandt werden soll. Steht die Funktion rechts und der Wert links, im Gegensatz zum umgedrehten Fall, der dann so aussehen würde. Das sollte hinreichend klar sein. Der Kombinator fold sollte ebenfalls noch in Erinnerung sein. Und den gibt es im List-Modul unter dem Namen fold left. Da sind die Argumentreihenfolgen anders für die Funktion f sowie für das Fold selbst. Erstmal für das f, da kommt erst der Akkumulator und dann der Wert aus der Liste. Und das schmeiße ich dann einfach umgedreht in das f rein. Und auch bei dem Fold kommt erst der Akkumulator und dann die Xs. Und so ist das Fold jetzt, wie ich es brauche. Wie mir es momentan praktischer erscheint. Gut, dann Strings sollte man noch kennen, Buchstaben ebenfalls und das Modul String. Da sind nützliche Sachen drin. Die zwei Sachen, die ich jetzt brauche, sind Make und Iter. Erstmal Make erklären. Wenn man einen Buchstaben hat und daraus einen String machen will, so einen, dann kann man das mit String.make erreichen, indem man einen String erstellt mit genau Länge 1 und dem Buchstaben a. Mit String.make kann man noch mehr machen, zum Beispiel einen String bauen, der 5 Zeichen lang ist und dann überall nur einen Buchstaben enthält. Aber das ist das, was ich brauche und das werde ich dann String of Char nennen, weil es das noch nicht eingebaut in OCaml gibt. Oder vielleicht im Char-Modul. Nein, da gibt es nur Escaped. Und Escaped macht zum Beispiel char.escape. Also da sieht man schon, das hat zwar die gleiche Signatur wie String of Char. String of Char nimmt hier so ein Zeichen und liefert einen String zurück und Escaped macht das gleiche vom Typ her. Aber wenn man da zum Beispiel Backslash n reingibt, sieht man, der String besteht aus zwei Zeichen, einmal dem Backslash und einmal dem n. Und String of char Backslash n packt halt wirklich nur genau dieses eine Zeichen in den String. Okay, dann String.iter wollte ich noch. Genau. Das nimmt eine Funktion von Zeichen nach Unit, das heißt eine Funktion, die nur über Seiteneffekte arbeitet, also imperativ, und wendet das auf jeden Buchstaben, jedes Zeichen in einem String an. Also eine Funktion, die ein Zeichen nimmt und dann Unit zurückliefert, ist zum Beispiel print endline String of char c. Und das schmeiße ich in String.iter rein. Und zwar bla bla. Und für jedes BLA, BLA wird das jetzt immer auf einer eigenen Zeile ausgegeben. BLA, BLA. Genauso sollte es sein. Okay, Referenzen setze ich auch noch voraus, dass die bekannt sind. R gleich ref leere Liste. Und da sage ich mal, das sei eine Int-List. Int-List ref. Und das war die Definition. Und R kann man jetzt ändern, indem man
indem man zum Beispiel was vorne dran klebt. Und dann ist R jetzt was anderes. Falsch rum. So. Jetzt ist die 3 drin. Oder indem man List.Map drauf anwendet und alles um 1 erhöht in R. Und dann sieht R wieder anders aus. Okay, die Referenzen brauche ich auch gleich. Okay, diese Funktion, die kopiere ich mir jetzt mal in eine Textdatei. Womit hatte ich angefangen? Mit der umgedrehten Applikation. Dann das Fold. Das liest sich so schlecht ohne Zeilenumbruch. Dann String of Character. Und genau, das waren erstmal die. Jetzt brauche ich eine Funktion, explode nenne ich sie, die Strings in Listen von Buchstaben bzw. Listen von Zeichen verwandelt. Also eine Funktion mit diesem Typ. String nach Character List. Und die hat dann einen Parameter s. Und die baue ich jetzt imperativ zusammen, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Also ein Ergebnis, Result, abgekürzt, ist die Referenz auf die leere Liste. Jetzt iteriere ich durch den String und für jedes Zeichen C, was dort vorkommt, packe ich in das Ergebnis das C rein mit Cons. Und ich iteriere durch den gesamten String. Strichpunkt bedeutet, dass nachdem das fertig ist, diese Iteration durch S, kann das Ergebnis zurückgegeben werden. Und da String.iter immer von links nach rechts durch den String geht und das C immer vorne dran geklebt wird, dreht sich das um wie beim Kartenstapel. Und man muss das Ergebnis also nochmal umdrehen, damit die Funktion ein korrektes Ergebnis zurückliefert. So, Explode kriegt den richtigen Typ. Und wie man sieht, funktioniert's. Blabla kommt in der richtigen Reihenfolge raus. Das Gegenstück zu Explode wäre Implode, brauche ich auch. CharacterList nach String. In Haskell sind CharacterList und String übrigens das gleiche. Das heißt, das ist ein OCaml-spezifisches Problem. In Haskell hätte man das nicht. Und wie bastelt man aus so einer CharacterList wieder einen String? Das macht man, indem man durch die Liste faltet, fold. Dann bekommt man ein Zeichen geliefert und einen akkumulierten String. Und an den String hängt man das C immer an. Und dann kommt der String in der richtigen Reihenfolge raus. Parameter habe ich vergessen. C ist für Characters. Durch diese Liste wird gefaltet und mit dem leeren String wird angefangen. Und da stimmt was nicht. Richtig, das ist nämlich ein Zeichen und da brauche ich erstmal String of char. Dafür habe ich es ja geschrieben. Jetzt kann man hier, ach, das ist mir zu umständlich, also benutze ich Explode, um so eine Liste herzustellen, bla bla. Und das Ergebnis müsste einfach wieder bla bla als String sein. Denn Implode macht ja gerade den Effekt von Explode rückgängig. So, das waren erstmal Implode und Explode.
Jetzt hatte ich ja ganz am Anfang in einem der ersten Tutorials Vergleiche, Größenvergleiche schon erklärt und dass die auch auf Buchstaben funktionieren. Zum Beispiel gilt a kleiner z und a kleiner b. Und es gilt vermutlich auch groß a kleiner als klein a, auch wenn das vielleicht unlogisch klingt. Das liegt daran, dass hinter den Zeichen eigentlich Zahlenwerte stehen. Und diese Zahlenwerte werden in Wahrheit verglichen. Im Character-Modul gibt es hier Möglichkeiten, wie man ein Int in einen Character verwandelt und ein Character in ein Int. Da kann man sich mal anschauen. Character.code von A ist 97 und der Character-Code von Groß A ist 65 und der ist kleiner. Und diese Zahlen werden in Wahrheit verglichen. So, wenn man jetzt also einen Buchstaben haben will, also nehmen wir mal an, wir wollen eine Funktion isAlpha schreiben, die herausfindet, ob ein Zeichen C enthalten ist im Alphabet. Dann kann man jetzt prüfen, a kleiner gleich c und c kleiner gleich z. Oder groß A kleiner gleich c und c kleiner gleich groß z. So kann man testen, ob ein c im Alphabet ist, groß oder klein geschrieben. Und dann nutzt man einfach aus, dass das Alphabet in dieser kleiner gleich Ordnung jeweils hintereinander wegkommt. Und da das große und das kleine Alphabet eben an unterschiedlichen Stellen vorkommen in dieser Hierarchie, deswegen muss man die getrennt abfragen. Genauso kann man isDigit schreiben. 0 kleiner gleich c und c kleiner gleich 9, weil die Ziffern auch aufeinander folgen. Dann ist Space. Da schreibe ich einfach alle Leerzeichen, jeden Leerraum hin, den ich kenne. Entweder C ist das Leerzeichen oder C ist ein Zeilenumbruch oder C ist Wagenrücklauf, was immer das auch ist. Also unter Windows besteht ein Zeilenumbruch aus diesem New Line Symbol. Env steht für New Line. Und aus diesem R-Symbol, R steht hier für Return, Carriage Return. Unter Linux sind es nur diese New Line-Zeichen für einen Zeilenumbruch. Aber weil OCaml halt plattformunabhängig ist, gibt es eben dieses Backslash R-Symbol auch noch. Dann noch das Tabulatorzeichen für Einrückungen. Und mehr Leerzeichen sind mir momentan nicht bekannt. In C gibt es noch dieses, na, Backslash V, aber in OCaml gibt es das aus irgendeinem Grund nicht. Gut, dann Punctuation. Das ist für mich jetzt mal alles, was nicht in Alpha, Digit oder Space reinfällt. Also not is Alpha C und not is Digit C und not is Space C. Also Punctuation heißt ja Satzzeichen eigentlich. Für mich sind es jetzt alle Sonderzeichen. Gut, das waren jetzt die Voraussetzungen für die Parser-Kombinatoren. Als nächstes führe ich dann die Parser-Kombinatoren ein im nächsten Video. Und da wird dieser ganze Kram benutzt. Also den sollte man verstanden haben und sich auf dessen Anwendung irgendwie vorbereiten.